Hallöchen zusammen und willkommen zurück hier zu Moria. Gut, Mithril habe ich mir jetzt mittlerweile mal überlegt, das könnte in diesen komischen Schächten sein, wie damals mit dieser Sonnenstein. Da hatte ich, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe irgendwas gehabt, wo ich runtersteigen konnte. Ja, bevor ich das aber mache. Ja, nee, wir sollten tatsächlich so eine Ader. Ja gut, Eisenholz habe ich. Schuppen bräuchte ich noch. Da müsste ich das ein oder andere noch besorgen an Schuppen. Ja, weil die Waffe wäre nicht schlecht, wenn wir die hätten. Ne? Dann gucke ich nochmal, wie kam ich da auch mal am besten hin. Wir hatten, ich glaube hier. Hier war so ein runter und da auch. Ja, dann laufe ich jetzt darüber. Ja, ich glaube, das probiere ich einfach mal aus. Ne? Schauen wir mal. Genau, ich laufe darüber, dann da hinten und dann müssen wir nochmal runterkraxeln. Da in dem Raum war zwar auch einer von diesen Drachen. Wird schon schief gehen. Ja, sag ich ganz ehrlich, wird schon schief gehen. Bevor wir nämlich das Tor öffnen, sollte ich doch mit der neuen Waffe darüber gehen. Mich da mal ein bisschen da ausprobieren. Ich hoffe, dass da jetzt Mithril ist, weil ich habe jetzt hier oben rum habe ich keinen Mithril gefunden. Weil ich befürchte nämlich auch, wenn wir das Tor aufmachen, weil da ist ja der große Drache durchgeflogen, dass dahinter natürlich dann auch ja, der große Drache irgendwie lebt, ne? Also gehen wir nochmal runter. War ist das hier runter? Ja, ich bin anscheinend jetzt mal anders da durchgegangen, aber ist ja kein Problem. Da sind ein paar Orks. We got Orks. Da. Ach nee. Die Domäne des Schattenorks. Oh. Was? Da war ich hier gar nicht gewesen. Ups. Ja, ja, warte. Ich muss rein, ich muss hier rein. Jetzt wieder. Ja, ja, ich weiß. Und laufen. Geh aus dem Weg. Gott. Dachte ich jetzt. Na, okay. Ja gut, auch interessant. Dass ich das hier irgendwie übersehen habe, ne? Gehen wir jetzt erstmal zurück, nochmal kurz die Rüstung reparieren. Und dann können wir gleich hier nochmal ganz in Ruhe dahin, weil das ja dann zerstört ist.
Bin ich schon wieder irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte, ne? Ah ja, da ist der Dampfriss. Da. Natürlich, hier. Hier hoch war das. Okay, Moment, dann lass mich mal kurz überlegen. Warte, ich bin jetzt hier. Dann war das da. Hier einfach gerade rüber, ne? Und dann da. Oh, nochmal. Doch nochmal. Zurück, ne? Oder hier. Der, glaube ich, auch. Ja, denn lass uns doch mal jetzt hier und dann da irgendwie gerade rüber. Ja, da hinten. Ich finde den Weg, ich finde den Weg. Nö. Doch. Nö. Wir müssen entweder abbiegen. Da können wir aber nicht dran vorbei. Ne, warte. Okay, ich suche mal den Weg hier. Okay, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ja, guck mal hier. Da bin ich. Muss ich halt nur gucken, dass ich dann da runterkommen, weil hier, glaube ich, auch ein Drache rumgelaufen ist. Ja, naja, genau. So. Dann gehen wir da irgendwie mal ein bisschen runter. Ja, aber wie viele hochkommen, machen wir mal, ne? Diese ganze Finsternis hier. Ja, guck mal da. Da sehe ich Mithril. Mithril-Minenschacht. Ja. Hier sind wir doch richtig. Jawoll. Lass uns mal eine ordentliche Portion da mitnehmen. Na, jetzt hau ihn ab. Na, geht doch. Da ist auch nochmal Mithril. Es ist halt hier die Finsternis, die mir nachher wieder zu schaffen macht. Aber ich hoffe einfach, dass ich ganz schnell durch bin. Wie viel Mithril haben wir denn jetzt?
Wir haben 26 Mithril. Wird glaube ich noch nicht ausreichen. Okay. Dann schnell mal das weghauen. Mithril-Erz. Beasts of the Depths. Naja. Na, jetzt bin ich in der Verzweiflung drin. Du kannst hier unten nicht lange aushalten. Wo ging es hier nochmal raus? War hier. Muss nochmal nach oben. Das war zu tief. Jetzt bin ich ja gleich wieder draußen hier. Weißt du gleich? Mein letzter Keks. Auch nur 5 Mithril-Baren. Oh ja, ich bin wieder oben. Okay. Wow. Ja, wenn ich jetzt mal sage, ich habe 30 Mithril-Erz. Ne, 39 Mithril-Erz. Könnte klappen. Brauchen wir nur noch Schuppen zweimal. Jetzt muss ich irgendwie hier hoch, ne? Ja, doch hier. Im Schatten. Mach nichts. Das war mein letzter Keks, ne? Ja, das war mein letzter Keks.
Dann guck ich mal. Ich hoffe, dass Kutztulhafer ist schon nachgewachsen. Und dann kann ich mir auch entsprechend neue Kekse machen. Aber erstmal zurück. Geschafft. Lebendig zu Hause angekommen. Dann machen wir jetzt erstmal beziehungsweise, warte. Die Mithrilbaren kann ich ja hier einschmelzen lassen. Oh, müde schon wieder. So, Mithrilbaren. Okay, 44 haben wir. Bei ah, 6, 7, alles klar. Sehr schön. Wow. Also hätten wir Mithrilbaren schon mal mehr als genug. Dann muss ich mir nur noch irgendwie ja, sind drei Stück, musste ich jetzt mal ernten. Dann machen wir hier auch nochmal Kutztulhafer rein. Wunderbar. 30 von denen. So, machen wir Kartoffelbrei. Wir brauchen für die Kekse am besten dreimal Haferflocken. Und ganz viel Teig. Teig brauche ich Hafermilch. Ja, machen wir erstmal hier. Ja, machen wir das mal voll mit Hafermilch. Ein kleines Nickerchen machen. So, zwei Schuppen. Zwei Schuppen könnten wir aber eventuell noch da hinten hinkriegen. Kekse, der Teig, ach ja. Was heißt hier? Ach, warte mal. Ah. Jetzt sind, glaube ich, mal 8 Stück, ne, die ich kriege. Ein bisschen zu viel gemacht. Ja, Hafermilch mal rein. Was war hier drin? Ach ja, da war ja mein Essen. Stimmt. Vielleicht könnte ich aber auch noch mal hier Lempers, nein, Beton, Ökelfleisch, nein, ist auch ein bisschen blöd. Nee, ich warte auf die Kekse. Ja, das sind immer 8 Stück. Ich habe jetzt zu viel gemacht. Gut. So. 7 Stück. Das kann ich nicht hier machen. Das muss ich in der... Ja, das muss ich in dem Großen machen. Würde aber schon gerne das andere Zeug alles mitnehmen. Ich brauchte ein bisschen Eisenholz. Ein bisschen Eisenholz haben wir da. Die Mithrilbaren.
die Schuppen. Genau, auf welchem Loch habt ihr euch verkrochen? Da liegt hier vier Schuppen. Nein, nicht das da. Vier Schuppen. So, warte mal. Mithril, Eisenholz, Schuppen. Was war das andere? Bauen, genau, da ist jetzt dieses Lager dazu gekommen. Warte mal, Rezepte. Tat, Kreatur. You orc, filth! Tear you down. Oh, das ist aber nicht toll. I need a better weapon for this. Ja, da sind wir ja schon in Arbeit. Ja, viele Walks. Oh, jetzt. Einmal eine Bombe rein. Na? Oh. Nee, das wird nichts. Ja. Immer noch belagert. Ja, das wird jetzt. Oh, Belagerung zu Ende. Perfekt. Nicht ganz so erfolgreich abgewehrt, aber immerhin ist sie zu Ende. Nein. Definitiv nein. Okay. Muss ich kurz mal darauf warten und dann müssen wir da unten mal ein bisschen rumkuscheln. Ob wir da vielleicht noch das ein oder andere Teil bekommen. Jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Diese vierte Sache, die mir fehlte. Rezeptliste. Wo bist du? Die große Schmiedril-Schmiede. Ach ja, die Diamanten. 7 Diamanten habe ich. Also 2 Diamanten fehlen mir noch. Also 2 Diamanten, 2 Schuppen. Okay. 2 Diamanten, 2 Schuppen. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich die Diamanten gelagert habe. Dass ich die gleich mitnehmen kann. Puh. Hier anscheinend nicht. Wo sind denn die anderen 6 Diamanten? Nicht. Warte mal. Nee, habe ich Naturfaser? Hier aber auch nicht.
Aber irgendwo sind sie. In der Kiste vielleicht? Nee, da ist gar keine Kiste mehr. Nein, nö. Also er zeigt mir ja an, warte, ja, Mitri Schmiede, dass ich 7 Diamanten habe. Alle Kisten oben. Okay, ich schau mal kurz. Ich hab sie gefunden. Die waren hier in dem gewaltigen Schatz mit drinne versteckt. Ja, da kann ich natürlich lange suchen, ne? Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass er die da rein verfrachtet hat. Aber die 7 Stück habe ich jetzt auf jeden Fall dabei. Brauchen wir noch 2 Schuppen und 2 Diamanten. Und dann wäre das nämlich damit erledigt. Ja, und bevor wir weitermachen, ich würde dann da unten das eine Ding, was ich da gefunden habe, wo ich noch nicht war, weiter gruseln. Und dann finden wir da vielleicht auch das restliche Zeug, was wir brauchen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.